freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind, dass ich hier sein darf, dass ich zu diesem spannenden Thema reden darf, die Stärkung von ADS. Ich wurde vom Organisationskomitee gefragt, ob ich irgendwie dazu Stellung nehmen könnte, warum es ADS immer noch gibt, warum das in der Evolutionsgeschichte nicht ausgestorben ist. Hat das vielleicht irgendeinen verborgenen Sinn oder Nutzen? Ich glaube, ich bin auch ein bisschen ausgewählt worden für diesen Vortrag, weil ich selber ein sehr verträumter Mensch bin. Also heute hätte ich diese Diagnose sicher bekommen. Ich musste ein Jahr länger in den Kindergarten, weil ich nicht schulreif war. Alles, was ich von da noch weiß, ist: Fabian, hörst du zu? Es war eigentlich immer dieser Satz den ganzen Tag. Auch in der Schule hatte ich dann am Anfang große Mühe, mich auf irgendetwas wirklich einzulassen, mich zu konzentrieren. Das begleitet mich bis heute. Letztens hat mein Sohn, ist jetzt gerade 5 geworden, mal gesagt: Weißt du, Papa, was ich komisch finde? Du weißt so viel, aber du denkst irgendwie nichts und vergisst alles. Also erst zum Glück ganz anders, weil meine Frau meinte, 2 wie uns, also 2 wie ich, würde sie nicht ertragen. Auf der anderen Seite, wenn ich so zurückschaue, dann hat eben auch alles Gute, was so in meinem Leben passiert ist, vieles von dem, was ich erreicht habe, einen ganz starken Bezug zu diesem Verträumtsein, zu dieser Schwäche, weiß ich eben dahinter auch gewisse Stärken verbergen, die Sie als Eltern zum Beispiel von einem ADS-Kind vielleicht auch schon bemerkt haben, und über die geht es heute. Felicitas hat das in der Einführung schon gesagt, es soll kein rosa-rote Brille aufsetzen sein, und wir alle wissen, ADS ist anstrengend für die Betroffenen, für die Menschen drumherum. Aber auf der anderen Seite kommt auch jeder, der regelmäßig mit ADS-Betroffenen arbeitet, irgendwie zum Schluss, dass es eben auch Menschen sind, die die Welt farbiger machen, die uns bereichern können und deren Besonderheiten wir in unserer Gesellschaft brauchen. Und heute setzen wir ein bisschen diese Brille auf oder gucken da genauer hin. Es soll also um diese 3 Fragen gehen. Das erste: Warum hat das die Evolution überdauert? Warum gibt es es eigentlich noch? Ist es nur Fluch, jetzt in Anführungszeichen Fluch? Ist es nur eine Schwäche? Ist es nur ein Problem? Oder kann es auch ein Segen sein? Und wie können wir im Alltag Stärken aufspüren, kultivieren? Bei uns selber, bei den Kindern. Ich müsste da am Anfang ein bisschen ausholen. Bei diesem Begriff Aufmerksamkeitsdefizit. Was ist denn das eigentlich? Haben Menschen mit ADS einfach zu wenig Aufmerksamkeit? Und ich finde, es lohnt sich, wenn wir da kurz genauer hinschauen. Weil da verbergen sich schon so die ersten Stärken, die Betroffene eben auch haben. Ich finde da die Aufteilung von Goleman sehr gut. Er ist ein Psychologe an der Harvard University. Er hat ein Buch geschrieben, Konzentriert euch, und er unterscheidet darin 3 so größere Aufmerksamkeitssysteme. Es ist ein bisschen eine Vereinfachung, aber ich finde sie gut, um darüber nachzudenken. Er sagt, es gibt diese 3 Systeme. Es gibt die offene Aufmerksamkeit. Es ist dieses hintere Aufmerksamkeitssystem, das ist ein bisschen wie ein Radarschirm. Wir scannen die Umgebung. Bis uns irgendetwas Interessantes ins Auge fällt, und dann kommt so eine Orientierungsreaktion. Dann fokussieren wir darauf. Und ADHSler können das oft sehr gut. Also sie sind sehr reizoffen. Sie nehmen alles wahr. So ein eindrückliches Beispiel dafür war, ich habe mal als Student als Ladendetektiv gearbeitet. Und ich hatte da einen Chef, der war ganz auf Draht, immer ganz zappelig.
Und der hatte so die begnadete Fähigkeit, einen Raum zu scannen. Der stand einfach in diesem Laden und man hat gedacht, der hat jetzt einfach ein bisschen so einen Schlafzimmerblick und steht so da und guckt irgendwie nirgends wirklich hin. Und plötzlich sagt er, diese komische aus, der gehen wir nach. Und in ganz, ganz vielen Fällen haben wir so etwas gestohlen. Und ich habe einfach nicht rausgekriegt, woran der das erkennt. Der hat irgendwie eine Vielzahl von unbewussten Signalen wahrgenommen, verarbeitet, bis ihm irgendetwas aufgefallen ist. Wer mit einem ADS-betroffenen Kind in den Wald geht, der merkt das auch, oder? Die Hören sehen alles. Irgendwo ein Eichhörnchen, ein Vogel, die merken das. Das ist nicht so gut, wenn man in der Schule sitzt und dann aus dem Fenster schauen will und alles wahrnimmt um einen rundherum, oder? Aber das ist eigentlich auch eine Fähigkeit. Jetzt kommt das Problem. Diese Form der Aufmerksamkeit, die fokussierte, gerichtete Aufmerksamkeit, die wird auch als Konzentration bezeichnet. Da geht es darum, dass wir den Fokus einengen auf eine bestimmte Sache. Dass wir dabei bleiben. In diesem Zusammenhang hört man auch den Begriff exekutive Kontrolle und exekutive Funktionen. Den Fokus bewusst lenken, alles ausblenden, was nicht dazugehört, was im Moment nicht wichtig ist, planen, Verhalten unterdrücken. Das ist so der Bereich, der ADHSler die größten Probleme macht. Und wo Sie immer wieder aufpassen müssen, dass Sie nicht in den dritten Aufmerksamkeitsmodus schweifen, das Tagträumen. Das ist so der Standardmodus, also wenn wir irgendetwas machen, wo wir uns nicht konzentrieren müssen, wenn wir Geschirr spülen, spazieren gehen, dann driften wir ab in diesen Modus. Das passiert uns auch, wenn dieser Bereich hier vorne, der präfrontale Kortex, ermüdet. Dann wird dieses andere Netzwerk quasi angeschaltet und damit richten wir die Aufmerksamkeit nicht mehr auf einen bestimmten Gegenstand oder eine Aufgabe, sondern nach innen. Also wir erforschen dann eigentlich unsere Innenwelt. ADHSler fühlen sich davon angezogen, die machen das häufig. Die haben oft auch eine sehr reiche Innenwelt. Sie gehen auch schnell in diesen Modus, wenn ihnen langweilig wird oder wenn sie unter Druck geraten. Also wenn ich mit Eltern spreche zum Thema ADHS, dann sagen sie oft, ich muss ihn immer oder sie immer antreiben, oder? Ich muss immer dahinter sein, sagen, mach jetzt mal vorwärts, was trödelst du wieder rum? Fragt dann immer, macht das ihr Kind schneller oder langsamer? Sie wissen die Antwort, oder die werden langsamer. Wir hatten mal ein Seminar mit Eltern und Kindern und wir haben sie getrennt voneinander gefragt, was stresst euch am meisten? Und die Eltern haben gesagt, am meisten stresst mich dieses Trödeln und die Konflikte. Und die Kinder haben gesagt, am meisten stresst es uns, dass wir immer so gestresst werden. Dass uns alle immer zur Eile antreiben, irgendwas von uns wollen. Und dann haben sie die Tendenz, in diese Tagträume zu flüchten. Da ist die Außenwelt, da sind die Anforderungen, der Druck, die Leute, die was wollen. Und ich kann in meine Innenwelt gehen und das einfach ausblenden. Das ist dann schwierig für die Umstände, wenn man das macht. Aber das hat eben auch etwas Schönes. Wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser fokussierten Aufmerksamkeit, dann können wir uns auch fragen, ist es immer ein Problem? Haben ADHSler ständig zu wenig Aufmerksamkeit? Und dort ist es auch spannend, ein bisschen genauer hinzuschauen. Weil diese Probleme vor allem dann auftauchen, wenn wir etwas machen müssen.
etwas, das von außen vorgegeben wird, bei dem wir vielleicht auch den Sinn nicht ganz sehen dahinter. Wir sagen oft, ein Aufmerksamkeitsdefizit, das ist ein bisschen ein irreführender Begriff, eigentlich ist es ein Aufmerksamkeitslenkungsdefizit. Also das, was nicht gut gelingt, ist die Aufmerksamkeit willentlich auf etwas hinzurichten. Wenn irgendetwas anziehend ist, dann ist es kein Problem. Also ADHSler sind Menschen, die viel mehr von etwas angezogen werden und dann sich zum Teil wahnsinnig gut konzentrieren können. Also da hört man auch oft von Eltern diesen immer gleichen Satz: Wenn er sie sich mit ihrem Lieblingsthema beschäftigt, dann könnte eine Bombe einschlagen, er sie würde das nicht mitbekommen. Da habt ihr das auch schon gehört, diesen Satz im Zusammenhang mit ADHS. Komplett in der eigenen Welt, komplett auf diesen Gegenstand und fokussiert, alles andere wird nicht mehr gehört, als wären diese Menschen in einer Art Trance. Und das passiert, wenn sie sich von etwas angezogen fühlen, wenn sie hoch motiviert sind, wenn sie intrinsisch motiviert sind.